Yo Leute, was geht bei euch und willkommen hier zu einem neuen Let's Play Projekt von mir. Und zwar wird das ein richtig großes Projekt werden, und zwar Let's Play mit den zwei. Ich habe früher viel mit den zwei gestreamt, ein paar kennen mich vielleicht noch aus der mit den zwei Streaming-Szene. Ich habe als Bloody LP viel gestreamt damals und habe auch eine richtig geile Community dort aufgebaut. Habe jetzt auch als The Frechdachs TV einen neuen Streaming-Kanal dann gestartet, aus verschiedenen Gründen. Ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr mir gerne mal schreiben oder so. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr auf YouTube auch machen, darum starte ich hier als Let's Play mit den zwei momentan nur auf YouTube. Ja, ich habe jetzt nichts auf Twitch so geplant, auf Twitch streame ich momentan andere Games. Seid ihr trotzdem gerne eingeladen, dort mal vorbeizuschauen. Und ich habe mich hier für den Server Teutonia entschieden, also einer von den letzten beiden, also deutschen Servern. Weil dort habe ich dann gar nichts gespielt, ich habe auf Teutonia praktisch nichts. Ich spiele halt nur auf dem Main-Account, wo ich auch schon bei anderen Servern mal gespielt habe. Ich war früher viel auf Germania unterwegs, ich war viel auf Azreal unterwegs. Und habe mich jetzt auf jeden Fall für Teutonia entschieden, weil ich hier einfach, wie gesagt, praktisch noch gar nichts habe. Und starte jetzt einfach mal rein. Ich habe mir dann überlegt, welches Reich sollen wir starten? Ja, blau ist halt so Mainstream und durch die Handelsmap ist irgendwie blau eh nicht mehr so. Ja, so geil, sag ich jetzt mal. Das Reich an sich hat mir noch nie gefallen, das Blaue. Ich bin von Tag 1 ein gelber Spieler gewesen. Darum glaube ich, dass wir uns in diesem Let's Play mit unserem Main für das gelbe Reich entscheiden werden. Ja, ich glaube, das machen wir so. Ich nehme das gelbe Reich. So, ich habe ja auch viel Gedanken darüber gemacht, welchen Char soll man anstellen. Ich meine, so Kriege ist halt schon so hart Mainstream. Aber natürlich geile Equipment am Start. Sura ist auch eine Alternative. Ich hätte richtig Bock, mal so einen Charme so zu Let's Playen, ja, also irgendwie so ein Crit-Charme, so, für mich ist auch ein High-Charme, whatever, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, aber irgendwie habe ich mir dann gedacht, eigentlich, ich finde es so schade, dass so die Charme-Klasse zum Beispiel, so komplett, die ist einfach komplett hinten dran, wie so das fünfte Rad am Wagen einfach, weißt du, ich finde einfach so, die Charme-Klasse sollte einfach standardmäßig 10% Schaden gegen Monster haben, oder 15% Schaden gegen Monster, einfach so als Dauerboni. Ich finde, dann würde die Klasse ein bisschen attraktiver werden. Wir werden wahrscheinlich doch noch die meisten noch Krieger spielen und Sura. Aber ich finde, Charmis haben es schon nicht einfach. Haben es echt nicht einfach. Und wenn man denkt, du hast das gleiche Equipment wie ein Körperkrieger, so als Charmi, so im Vergleich. Aber da ziehst du als Charmi immer den kürzeren im PvM. Immer. Du wirst immer den kürzeren ziehen. Darum finde ich es ein bisschen schade einfach, dass sie das irgendwie so vernachlässigt haben. Oder wie soll ich sagen? Lucana ist natürlich auch nicht schlecht. Lucana kann irgendwie auch fast alles, aber halt alles aber irgendwie doch nicht alles ganz, wie soll ich sagen. Ist ein guter PvM-Char, kann auch gut PvP spielen, aber mir sagt Lucana einfach nicht so zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich werde beim Sura bleiben, ist jetzt so meine Entscheidung. Ja, ich glaube, das machen wir, glaube ich, so. Ich glaube, ich bleibe wirklich beim Sura und schau, dass ich den halbwegs mit verzaubter Kiste habe. Gar nicht mal so teuer auf der Tone, habe ich gedacht. Wir werden natürlich als Waffensucher starten. Das auf jeden Fall. Schaut mal hier, Name. Der Frechdachs passt nicht rein. Was wir eben so machen, der Frechdachs. Geht das? Schon vergeben. What the fuck? So. Uff. Dann, jetzt wird's tricky. Dann machen wir es so. Und der Frechdachs? Ha! Einfach mal richtig exploited, Alter. Ja, okay, so heftig. So heftig war es auch wieder nicht. Machen wir so. Der Frechdachs im gelben Reich. Let's go. Server Teutonia. Ich bin gehypt, Leute. Ich hoffe, ihr seid es auch. Falls ihr Bock habt, das hier zu verfolgen, lasst mir bitte ein Like da, lasst mir ein Abo da. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ab und zu mal einschaltet. Und vielleicht auch mitkommentiert, wer ist noch von euch auf der Teutonia am Start, Leute? Vielleicht auch im gelben Reich. Vielleicht ergibt sich irgendwie was, würde mich natürlich sehr, sehr freuen. So. Ach, Becky mit den zwei, Alter. Ich glaube es einfach nicht. Wenn du mich vor zwei Tagen gefragt hättest, ob ich mit den zwei spiele, hätte ich gesagt, Alter, never. So schnell kann es gehen. So, der Start ist auf jeden Fall richtig geil. Vor allem mit den Junghelden-Waffen natürlich. Natürlich haben wir jetzt hier keine große Auswahl als Sura. Wir werden uns halt mit dem Durendal als Rächer zufrieden geben. Das ist die Einhänder-Waffe. Aber da sind wir mehr als zufrieden. So, wie sehe ich für Mädchen 2? Was habe ich hier noch? 20 Verteidigung, richtig eben. Läuft das in 14 Tagen aus? Ja, für ein bisschen Glück habe ich vielleicht dann 3% Monster, wäre natürlich auch geil.
Ja, das erste, was natürlich, oder was ich halt immer mache, wenn ich jetzt irgendwo komplett neu anfange, dann ist mit den zwei halt einfach, ja, scheiß langsam. Ich, für den Anfang würde ich echt empfehlen, Leute, lade 10 Euro auf, warte von mir jetzt auch bis zur Happy Hour, so zweimal im Monat ist safe eine Happy Hour, 2 bis 3 Mal ist immer eine Happy Hour im Monat, so zwischen 25% und 35% sind die meistens, bekommt ihr mehr für eure Kohle. Ich werde jetzt hier mal schnell 10 aufladen, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, Leute, es ist vollbracht. Wir sind jetzt hier um 160 DR reicher oder um 10 Euro ärmer. Aber hey, wir haben schon mal ein Mittagessen plus eine Coke für einen Gameforge-Mitarbeiter gezahlt. Jetzt kann er sich auf meinen Nacken einfach mal ein schönes Mittagessen gönnen. Ist doch auch mal was. Ja, ich meine, jeden Tag eine gute Tat, Leute. Nee, jetzt wird's mal Spaß beiseite. Ich finde, 10 Euro am Anfang aufladen ist okay. Ich spiele generell mit den 2 immer mit 10 Euro pro Monat. Ja, mit 10 Euro pro Monat hole ich mir meinen nötigen Push. Hole ich mir so gut wie immer, also vor allem am Anfang, immer ein Reittier. So haben wir dann hier, Reittier haben hier. Also zum Beispiel, das hier ist zum Beispiel richtig eisreich hier für den Anfang. Ja. Hat hier 3 Tage Reitzeit. Das mag jetzt vielleicht wenig erscheinen. 3 Tage ist auch nicht besonders viel, wenn man so denkt. Aber das sind reine Reitzeit, 3 Tage. Das hält für den Anfang eine Zeit lang. Also, man darf halt natürlich nicht gerade AFK rumstehen, auf dem oben sitzen AFK rumstehen, ja. Das ist natürlich klar. Da ist natürlich die Zeit schneller vorbei. Aber der hat richtig geile Bonis, 15 gegen Monster und 1,5 KTP. Ist richtig geil für den Anfang, ja. Ist richtig geil. Einfach die gleichen Stats eigentlich wie das Money Reittier. Nicht schlecht auf jeden Fall. Dann hätten wir hier noch zur Auswahl den Muffin. Der ist schon, finde ich, nicht so praktisch für den Anfang. Ja, der hat auch 3 Tage, der kostet im Prinzip gleich viel wie der hier. Aber ist um Welten schlechter von den Stats her. Ich meine, klar, XP ist gut, aber ich auf die 30% XP ist scheißig am Anfang. Ja, und nehme lieber die 15 Monster und die 1,5 KTP mit. 20 Bewegungsspeed, scheiße ich auch drauf. Nehme ich lieber ein bisschen TP mit statt Bewegungsspeed, muss ich ganz ehrlich sagen. Den Bewegungsspeed kannst du auch mit der lilanen Pots ausgleichen, da bist du so viel billiger dran. Und dann hat man auch den hier, der ist halt für den Anfang für den Speed. Aber kostet dafür nur 35, muss man sagen. Ja, bin ich auch nicht so. Ich bin echt komplett bei dem her. Das ist ein geiles Startreittier. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Wer ein bisschen krasser starten möchte, ja, der kann auch gerne von mir aus am Anfang 20 Euro aufladen. Oder 25. Der könnte sich dann hier, oder könnte sich jetzt auch schauen. Du könntest sich jetzt hier einen Reiter holen und direkt und hier noch einer von diesen Pets hier dazu. Also wenn man bei der Nicht-Happy Hour auflädt, sind es 160. Ja, sonst, wenn du bei so bei 30% auflädst, so als Mathe-Genie, dann sind das ungefähr, ja, knapp 200 DR hättest du dann, glaube ich, oder? 200, sag mal, du hast 190 DR dann. Dann hättest du, könntest du locker das hier auch noch dazu kaufen, noch 2 Wochen in Diebeshand schon. Hier kommen wir zum nächsten Thema aus dem Itemshop. Wenn ich starte auf einem neuen Server oder generell komplett neu anfange, dann muss ein Handschuh des Diebes her. Ja, weil, ich meine, vielleicht hat man es damals irgendwie nicht so mitgeschnitten, ja. Damals haben wir halt die gehypt, ja, geil, mit den 2 neues Game und so. Da hat man es, war es vielleicht eher egal, ob man es nicht gleich irgendwie was Geiles und so droppt oder keine Ahnung, wie soll ich sagen. Da war man irgendwie nicht so im Modus, sag ich jetzt mal, ja. Wie jetzt hatte man noch mehr Zeit. Heutzutage hast du nicht mehr Zeit, um 10 Stunden am PC zu sitzen und farmen, so geht es jedenfalls mir. Damals war ich 16, 17 Jahre alt, ich war in der Schule, nach Hause gekommen um 2 Uhr und dann erstmal bis abends um 10 Uhr auf 0 gezockt. Heutzutage habe ich 2 Kinder, habe einen Job, habe Vollzeitjob und alles, da habe ich nicht mehr Zeit, um 10 Stunden am Tag zu farmen, ja. Das muss bei mir einfach ein bisschen schneller gehen. Darum hole ich mir immer hier einen Handschuh des Diebes. Da wir jetzt nächstes Jahr am Umziehen sind und ich nicht so viel Zeit habe zu zocken, hole ich mir erstmal einen mal für eine Woche, ja. Empfehlenswert ist natürlich gleich, wenn man sich den hier gönnt, den hier zum Beispiel, für einen Monat halt 89, ja, oder wenn du jeden wöchentlich kaufst, dann brauchst du den 3-mal, 4-mal kaufen, ja, dann bist du viel teurer, wenn du gleich den hier zum Beispiel kaufst. Weil ich nehme den mal für 2 Wochen fürs Erste, ja. Ich habe jetzt nicht die nächste Zeit nicht so viel Zeit, wie gesagt, weil wir am Umziehen sind. In eine neue Wohnung und dann wäre es schade, wenn ich den hier kaufe und die Hälfte der Zeit eh nicht spielen kann. Ich kaufe jetzt mal den hier für 2 Wochen. Das ist meiner Meinung nach ein Muss. Jetzt kommt hier gerade noch ein Follow rein auf Twitch. Okay, vielen Dank für den Follow auf jeden Fall. Das ist gekauft. Gut. Und dann könnten wir das jetzt hier. Ich habe, wie gesagt, auch hier den Main-Account verwendet, ja, wo ich sonst auf anderen Servern unterwegs bin und so. Und das heißt, ich habe ja auch ordentlich Stuff im Item-Shop. Nehme ich jetzt mal an. Ne, warte, fuck, das war das falsche Passwort. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, Spaß.
Da muss ich noch 10 Sekunden warten. Ich habe nämlich ein paar Sachen, glaube ich, noch im... Genau, hier drin. Ah, da habe ich aber dann doch mal gespielt. Wo kommt denn das Zeug jetzt hierher? Schliff... Ah, das war mal irgendeine Serverfusion wahrscheinlich. Dann hat es das hier reingepackt. Magisches Eisen jetzt sogar noch, okay. Leute, ihr könnt einfach... Stimmt, machen wir so. Stimmt unten ab in den Kommentaren, ob ich das Zeug hier verwenden darf fürs Let's Play oder nicht. Da sind halt ein paar Pots drin. Speedpots. Dann so ein paar Pots hier. Dorfschrein, keine Ahnung. So, Löwentöter plus 4. Eigentlich ist eh, kann man sagen, mehr oder weniger halt nur das standardmäßige Zeug drin, wo man eh so bekommt, ja. Ein paar, die sind eh alles so roh. Rar. Geschliffen. Ja, Leute, wir machen so. Stimmt unter die Kommentare ab, ob ich das fürs Let's Play verwenden darf oder nicht. Wenn ihr sagt, nein, lasst es. Wenn ihr sagt, ja, nehme ich es natürlich gerne an. Was ich aber auf jeden Fall mache, ich meine, ich hätte mir sowieso ein Reiter gekauft, ja, mit dem DR. Das ist nicht die Sache. Ich habe hier nämlich auch ein Item-Depot. Sagt euch Bescheid, Leute, ob ich das hier verwenden darf oder nicht. Hier sind noch ein paar Sachen drin, wo ich mal aus der Tombola und so gezogen habe. Und was mich eigentlich interessiert, ist das Money Mount hier. Ihr seht gerade hier, das hat die gleichen Stats wie dieser Blueberry, ja, dieses Mount, wo man da rausholen kann. Ich hole mir jetzt das Money Mount hier raus, weil ich hätte mir sowieso den Blueberry gekauft, ja, von dem her. Aber Leute, wie gesagt, stimmt in die Kommentare ab, ob ich das verwenden darf oder nicht. Ich habe ja schon eine natürliche Macht, solche Sachen noch drin, was ich aber sowieso nicht gleich verwenden würde. Hier ist noch ein Reittier. 15 Monster, 20 XP, 30 XP, 20 Speed. Brauche ich aber eh nicht. XP-Ring und so jetzt eher ein bisschen kleinere Sachen, bis auf den Ring die tödliche Macht. Der ist natürlich geil für 2 Wochen, ja, der ist natürlich heftig. Aber, Leute, wie gesagt, haut in die Kommentare rein, ob ich das machen soll oder nicht. Ihr entscheidet, ja, das Let's Play gilt euch, möchte ich euch zuliebe machen. Und wie gesagt, ja, ihr entscheidet, ja oder nein. Und dann soll es so geschehen. Das war der Mount, hole ich jetzt hier auf jeden Fall raus. So, das haben wir hier am Start. Weil, wie gesagt, ich habe mir sowieso ein Mount rausgekauft, ob ich das jetzt nehme oder nicht. Ist gerade auch schon, ja, gerade egal. Nur ich spare mir halt ein paar DR für den Anfang. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt hier erstmal los das Ganze. So, Money Mount ist am Start. Speedpot ist auch am Start. Erste Quest, würde ich sagen. Hauptquest. Willkommen bei Metin 2. Na, zum Stadtwächter müssen wir... Alter, das macht komische Geräusche. Das hat immer schon so komische Geräusche gemacht, Alter. Ich spiele normal meistens mit Effekten aus. Ich habe jetzt hier gerade die Effekte an. Das ist auch eher mal so eine Generalprobe, sag ich mal, das erste Let's Play. Ja, das ist immer so. Da kann was schief gehen, vielleicht so Ton schlecht. Vielleicht würde dir lieber sagen, mach lieber ohne Effekte. Ich habe zum Beispiel Schlageffekte drin. Ich mag halt einfach die Sounds dazu, ja. Gefällt mir halt einfach. Ja, aber wenn es euch nicht gefällt, Leute, sagt Bescheid, mache ich gerne raus, ja. Wenn es euch nicht gefällt, haut's rein, wie gesagt, ich mach's raus, ohne kein Problem natürlich. Was ist hier? Pott, nimm auf. Ah, oh, viel groß. Als Duo kann man das bestimmt immer brauchen, ja. So, was haben wir denn hier jetzt? Spielmission, Wächter des Dorfplatzes. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich die Wildhunde kloppen. Na, ist was anderes. Der wird jetzt hier, dass ich die Pots jetzt hier abgebe bei der alten hier. Ach, das ist gleich die Wildhund-Quest? Haben sie die nicht mehr, dass ich neuen Wildhunde klopfen muss? Dann geben wir das hier mal schnell ab. Hier zum Wächter des Dorfplatzes. Wie gesagt, Leute, das wird dann eher größeres. Wow, Alter, die Level Up läuft. Was haben wir jetzt hier? 4 Teufel. Ja, moin, Alter. Richtig OP. Gleich mal reinknallen hier. Jetzt bekommen wir wahrscheinlich die Wildhund-Quest. Alter, Pots. Pots, Alter, Pots. Holy shit, Alter. Das ist einfach pures Gold, ja, am Anfang. Diese Pots. Wenn man noch keine Kohle zur Verfügung hat, ist das echt pures Gold hier. So. Jetzt haben die 9 Wildhunde-Quest, ja. Die kann ich mit meinem Mount hier praktisch über den Haufen trampeln, ne. Und ich versuche auch meistens die Parts, so gut es geht, auch Uncut zu machen. Also ich versuche echt, euch so nah es geht mitzunehmen bei dem, was ich mache, die nächsten Schritte. Durch alles, was ich so ab und die Verbesserungen werden, also alles dann am Anfang vom nächsten Stream dann auch, oder nächsten Stream, ich bin schon auf Twitch, beim nächsten Video dann auch natürlich gezeigt, was alles passiert ist und so. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht unten reinknallt, falls jemand auch auf dem Server unterwegs ist, auf Teutonia. Haut rein, Leute. Ich bin eh gespannt. Ich glaube, dass mit der Zeit dann sowieso mal Germanium mit Teutonia vielleicht mal fusioniert werden könnte. Ja, das ist so meine nächste Vermutung. Falls eine Fusion anstehen sollte, dann ist es safe. Germania mit Teutonia. Ich meine, Azrael ist auch geil, ja. Azrael ist auch richtig was los. Aber der hat momentan ein bisschen ein Problem mit der Server. Ich dachte mir zuerst, soll ich das Let's Play auf Azrael machen? Habe ich auch eine Zeit lang gespielt und so, aber dachte mir, nee, komm, da habe ich nämlich noch Zeug rumliegen. Und das finde ich ist so eigentlich nicht fair, ja, wenn ich so ein Let's Play von null aufmache. Da will ich auch, dass ihr das fühlen könnt, ja. Dass ich am Anfang schon in dem ersten Part schon alle mit plus 9 Sachen darstelle. Also das ist richtig, das ist einfach unreal, ja. Das muss ich einfach auch mal sagen. Man kann
wenn man komplett mit null anfängt auf irgendeinem Server, Alter, direkt mit besonderen Sachen dastehen, man, das fühlt halt echt keiner, oder? Das fühlt einfach keiner. Das ist immer mal for real. Ich habe auch schon Let's Plays gesehen. Man kennt von Maverick das Let's Play, nachdem er gehackt wurde, Alter. Nach dem ersten Video hatte der plus 9er Sachen. Der hat Sachen im Wert. Der hat Zeug geschenkt bekommen in Werten, Alter. So viel Won habe ich nie gesehen mit den zwei. Ja, sowas. Das ist halt für mich dann einfach. Mein, klar, er hat eine große Community und alles, ja. Nichts dafür. Das natürlich hat er sich alles verdient. Da sage ich ihm sicher nichts weg. Aber halt, sowas fühle ich halt nicht, ja. Man, das ist normal, das ist nicht so der Standard, ja, wenn du gehackt wirst, dass du dir Sachen geschenkt bekommst und dir wieder dastehst, als ob du, Alter, nie was gehabt hättest. So, im Prinzip. Darum habe ich hier extra den Teutonia-Server gewählt, der einfach, für den ich einfach kaum was hab, um es einfach so real wie möglich rüberzubringen. Und ich muss echt sagen, Leute, ich hab Bock drauf, ja, ich hab so richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und falls euch dieses Format gefällt, falls ihr Bock habt, wie es weitergeht und alles, Leute, wie gesagt, haut gerne ein Abo rein, würde mich übelst freuen. Wir werden noch öfter voneinander hören, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde versuchen, mindestens jeden zweiten Tag ein Video hochzuladen, sobald dieses Umzugszeug da alles vorbei ist, das Theater. Da werden wir nämlich die erste Februarwoche dann einziehen. Und wir haben jetzt hier Level 3 erreicht. Ich hau jetzt einfach mal alles in Int rein, komm, scheiß drauf. Verzauberte Klinge einfach OP. Ja, das pusht auch den Damage von der verzauberten Klinge. Da gehe ich jetzt einfach voll davon aus, dass sie da richtig krass reinfickt. So, was haben wir jetzt hier? Den Wolf nehmen wir hier. Hauptquest, die Hälfte der Händlerin. Ich möchte jetzt hier noch schnell auf Level 5 eigentlich noch machen. Ja, wäre jetzt so mein Plan gewesen. Das sind schon Blauwölfe. Ja, Blauwölfe, was sind das schon für Gegner? Für uns sind das einfach keine Gegner momentan, ja. Richtig OP mit dem Money Mount. Aber es hält halt in Anführungszeichen nur 5 Tage. Das weiß ich, habe ich aus einer Tombola rausgezogen, ja, als Hauptpreis war das in der Tombola drin, glaube ich, in der letzten Tombola, vor circa 3-4 Wochen, war ich mal kurz eingeloggt mit den zwei, mal zu schauen, was so der Marken so sagt, habe ich mal schnell bei der Tombola mitgemacht und eben mal den Hauptpreis gezogen, Alter, kam ich gar nicht drauf klar, richtig heftig, ich habe mal nie den Hauptpreis gezogen bei der Tombola, mache ich einmal mal random mit, da ziehe ich den direkt, bin ich erstmal kurz auf mein Leben nicht mehr klar gekommen. Hey, ich habe das, what the fuck, ich habe den Wolf doch angenommen, so war man, es ist immer so, ja, das ist bei mir ist immer so, den Jagdauftrag, wo ich annehme, da sind gar keine Viecher unterwegs. Aber den Jagdauftrag, wo ich auch noch auswählen hätte können, da ist auf jeden Fall alles voll mit den Viechern. Das fühle ich halt einfach komplett. Das ist einfach immer so bei mir. Was haben wir jetzt hier? Wolf, Wolf, Wolf. Das ist natürlich alles die normalen Wölfe. Ja, das ist natürlich wieder komplett logisch. Aber ich werde den jetzt schon auf jeden Fall mal ein bisschen hochleveln, den auch dann als Main verwenden. Ich werde natürlich auch noch auf demselben Account noch ein paar Core-Farmen erstellen. So habe ich das auf jeden Fall mal in Planung, dass wir dann auf jeden Fall noch ein paar Stellen auf dem Account hier. Würde natürlich Sinn machen, dass ich danach auch Suras mit erstelle für Core Farming. Ich glaube, ich werde mir Krieg erstellen. Weil angenommen, der wird irgendwann mit Germania mal fusioniert, da habe ich nämlich auch noch bei Krieg am Start auf Germania. Hätte ich eigentlich noch einige Chars, mit denen ich dann Cores machen könnte, ja. Ich plane halt gerne ein bisschen in die Zukunft voraus. Ich schätze mal, maximal nach einem Jahr, vielleicht wird das dann ganze Zeug dann fusioniert und dann bin ich froh, wenn ich dann auch noch auf dem anderen Account auch noch Krieger habe, damit ihr das Equipment natürlich gleich rüber mitverwenden kann. So, haben wir jetzt hier noch ein paar Wölfe am Start. 8 Wölfe brauche ich insgesamt noch. Ja, hier, oh, hier sind ein paar nachgespawnt, sehr nice. Und wir haben eh schon fast Level 5 erreicht, sehe ich gerade. Wir haben schon viel gemacht. Okay, warte, hauen wir jetzt hier mal. Ich hau jetzt mal alles in den Intro rein am Anfang. Wir werden dann schon noch ein bisschen Def dann brauchen, aber fürs Erste, glaube ich, mit dem Money Mount, mit dem 1500er TP, wo wir hier dazu haben, kann ich mir das, glaube ich, gut und gerne leisten, dass wir hier ein bisschen was in Intelligenz reinknallen. Aber gut, Leute, ich glaube, für den ersten Part bin ich schon happy. Ich habe richtig Bock drauf. Ich werde gleich anschließend auch den zweiten Part aufnehmen, den dann die Tage hochladen. Leute, Ich bedanke mich jetzt schon fürs Hiersein und fürs Zuschauen von dem Video. Wir werden auf jeden Fall von uns hören und sehen, bin ich mir ziemlich sicher. Bis dahin, bleibt gesund, Leute. Haut rein und man sieht sich. Ciao, ciao.